jetzt reicht's mir aber. Rache! So. Zombie heute getötet. Nein, ich bin nicht aggressiv. Oh Gott, es läuft alles schief gerade. So, erstmal Licht an. Jetzt gucken wir nochmal in aller Ruhe, ob hier irgendwo eine verdammte Heimatbasis ist. So. Nach links. Ja, da war wieder der Scheißdrecks miese Riesenzombie drin. Ist mir jetzt aber gerade egal, wir sind eh so gut wie tot. Ich renne da jetzt rein. Ich mache nicht das Licht aus, sonst sieht man gar nichts mehr. Natürlich, die sehen uns jetzt schon. Er kommt von da ganz hinten angerannt und sieht uns schon. So. Nach oben, bitte. Wahrscheinlich warten, wenn wir runterkommen, 20 Zombies unten an der Leiter. So, jetzt hier das Riesenrad hoch. Zack, zack, zack. Kletter, 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 kletter. Schneller, 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 schneller. Und wir haben nicht mal einen Ort, an dem wir uns ausruhen könnten. Denn wir haben ja noch keine Basis. Tobsüchtiger, na danke. Das war's? Das war die Aufklärung. Ein Tobsüchtiger, das war's. Oh, du willst mich doch verarschen. Ja, das war's. Potenzielle Heimatbasis. Ich fahre da jetzt trotzdem mal hin. Ich will wissen, ob das... was das für eine Heimatbasis ist. Das kann ich aber gleich mal hier machen, während ich noch an der Dings hänge. An der Leiter hängen. Potenzielle Heimatbasis. Ich fahre da jetzt einfach mal hin. Fertig. Ich will es mir einfach mal nur angucken. Willst du mich verarschen, dass da jetzt schon wieder ein Zombie steht? Ich glaub's nicht. Zum Auto, zum Auto, zum Auto. Fitnessstufe 5. Aha. Wir verbrauchen jetzt wahrscheinlich weniger Ausdauer, gehe ich mal davon aus. Und hier stehen schon wieder zwei Zombies. Ich glaube es nicht. Pisst euch. Haut ab. So. Wir fahren da jetzt einfach mal hin. Komm mal, was da wolle. Wir machen auf dem Weg noch einen Hydranten kaputt, auf jeden Fall. So. Wir brauchen eine Heimatbasis. Ich guck mal, wo die Kirche ist. Ich glaube, wir fahren einfach wieder zur Kirche. Das ist eigentlich so ziemlich die einfachste Heimatbasis, die man haben kann. Und das hier ist eine Heimatbasis. Alter, wie krass groß ist die denn bitte? Jetzt verstehe ich, dass man dafür 10 Leute braucht. Oh nein. Special Infected ist tot. Aha. Wisst ihr was? Wir fahren da jetzt einfach mal runter in die Stadt. Die Kirche, wo war die denn? Die war doch hier, ne? Ich fahre da jetzt einfach mal hin. Das ist es mir jetzt wert. Ich fahre da jetzt einfach mal hin und guck mal nach. Wir fahren jetzt einfach so lange im Auto hier rum, bis wir eine Heimatbasis gefunden haben, wo wir dann neue Leute aufnehmen können. Achso, ich dachte schon, das Tor wäre zu. Das hätte mich jetzt umgehauen, ehrlich. Da hätte ich gedacht, ja, danke State of Decay. Für deine zahlreichen Möglichkeiten des Scheiterns. Aber deswegen spielen wir ja auch Breakdown und nicht das normale State of Decay, weil hier mehr drin steckt. Müssen wir ja ehrlich sein. Müssen wir ja ehrlich sein. Ich sehe mich gerade gar nicht mehr. Ach da, okay, wir fahren definitiv hier lang. Aha. Aha, Lily, okay. We don't know squat. When it comes to long-term survival. Like, I've got my dad's old notebooks, and I'm sure some people here have at least worked on a farm. But if we had reference material, we could do a whole lot more. And? Well, since we don't have the internet anymore, I'm thinking we should start assembling a reference library. Books on gardening, electrical engineering, carpentry, anything we can get our hands on. We gotta start somewhere, right? Eine Bibliothek erforschen. Eine... War das jetzt gerade ernst gemeint? Wir haben nicht mal ein Bett, in dem wir schlafen können und die redet von, Bibliothek? Okay, das hier ist definitiv keine Heimatbasis. Ach du Scheiße, was ist hier denn los? Das ganze Haus ist voller Zombies. Und das Licht ist irgendwie, kaputt. Und da ist ein Special Infected. Aha, nur ein Military, okay.
Den kann man wenigstens ganz gut umfahren. Ich hätte gerne noch den Aussichtspunkt, der da vorne ist. Dann sehen wir vielleicht mal irgendwas. Da ist wieder ein verdammter Tank, in den wir wieder reinfahren können. Okay, wenn wir aber hier, wenn hier unser Auto krepiert, dann war es das. Okay, wir fahren wieder weg. Hier sind viel zu viele Zombies, es geht überhaupt nicht. Wenn wir hier krepieren, das ist mitten in der Walachei, ey. Da gibt's gar nichts dann. Kein Auto, keine Hoffnung. Gar nichts. Und ich habe echt keine Ahnung mehr, wo diese verdammte Kirche war. Die war doch hier, die war irgendwo abgelegen, das weiß ich noch. So, fertig, ich fahre jetzt einfach mitten in die Stadt. Ich fahre jetzt mitten in die Stadt und will und hoffe einfach, dass ich an der Heimatbasis vorbeikomme. Oder dass ich an einem Ort vorbeikomme, der mir bekannt vorkommt. Das wäre schon die halbe Miete eigentlich. Weil dann wüssten wir, okay, da geht's zur Kirche, da geht's zu den anderen Heimatbasen und so weiter. Es gibt ja einige Heimatbasen, die man nutzen kann. Und fürs Erste hätte ich aber fast eine, die ein bisschen abgelegener ist, wie eben die Kirche. Weil die Kirche kann man ganz gut verteidigen, wenn man mit wenigen Leuten unterwegs ist. Wir sind ja gerade mal zu zweit. Lilly und ich. What the fuck? Okay. Wir fahren einfach mal die nächste rechts dann. Hier liegt ein Fahrwerk eines Flugzeugs. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg gerade. Ich erinnere mich nämlich daran. So, ich glaube... Okay, das sollte doch... Was ist das für ein Gebäude? Das ist eine riesen Fabrik. Alter Schwede. Ach du Scheiße. Okay, was sind das für viele Zombies? Oh Scheiße, da können wir gar nicht rüber. Ich glaube, da drüben ist eine Heimatbasis. Genau, Dobbs weg wie ein Flummi. Ja, man merkt, die Autos hier, die sind was ganz Spezielles. Die sind wirklich... Wirklich toll. Ja, auf jeden Fall. Die sind, die halten ultra viel aus. Ja, okay, komm. Ich kann jetzt gerade echt nicht sarkastisch sein. Das ist, ja. Das passt gerade überhaupt nicht. So. Boah, kennt ihr das, wenn ihr so eine, also ihr kennt es bestimmt, aber wenn ihr so eine Erkältung habt, die euch so richtig, richtig fett durch die Nase zieht, dass ihr so richtig, so halb Kopfweh habt. Das ist, boah, Alter. So geht's mir im Moment. Nur als kleiner, dezenter Hinweis. Aber aufnehmen tue ich natürlich trotzdem. Ja, ich kann ja nicht anders. Ich kann wirklich nicht anders, das ist mein Ernst. Ich weiß nichts mit meiner Zeit anzufangen. Überhaupt nicht, ich habe ja kein Privatleben. Time to take a look around. Aber es ist ja wahr. Nee, Spaß. Aha. So. Spotted someplace interesting. Jetzt hör mal auf zu labern. Ja, ich liebe es einfach aufzunehmen, aber ich denke, das wisst ihr mittlerweile. So ein kleines bisschen habe ich das ja schon mal angedeutet. So ein kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen. So, da haben wir lauter Häuser. Ist natürlich mega sinnvoll. Bringt uns mega viel. Ein Haus. Krass. Haus. Was haben wir denn da noch? Eine Baustelle. Ich will eine verdammte Heimatbasis, Leute. Zeichen von Überlebendenaktivität. Aha. Niemals nehmen die uns auf. Das geht ja, glaube ich, auch gar nicht. Wir brauchen ja wirklich eine eigene Heimatbasis. Potenzielle Heimatbasis. Ich entdecke noch schnell alles und dann... Natürlich, bei dem Fahrzeug steht ein Aufgeblähter. Ich glaube es nicht. Wir sollten uns, glaube ich, ein bisschen beeilen, dass wir wieder hier wegkommen. Da ist noch eine potenzielle Heimatbasis, wie krass. So, ich glaube, ich habe nichts übersehen. Wenn, dann ist mir auch egal. So, potenzielle Heimatbasis. Schön, dass es übrigens alles Haussymbole sind, egal was es ist. Haussymbol, Haussymbol. Potenzielle Heimatbasis. Wo war denn das jetzt? Kann doch nicht sein. Leute, ernsthaft? Haus, 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 Haus. Dr. Haus? Hä? Wieso sehe ich die Heimatbasis jetzt nicht?
Ach da. Erforderlich 10 Personen, genau. Leck mich doch am Arsch, ey, das gibt's nicht. Hä, wo... Wo ist die denn? Die potenzielle Heimatbasis, die wir noch entdeckt haben. Wir hatten doch 2. Muss ich mal gucken. Da ist eine. Das ist die da vorne, okay. Wo ist die andere? War die nicht hier irgendwo? Oder haben wir gerade 2-mal die gleiche entdeckt? Das wäre natürlich auch toll. Das wäre... Boah, wäre das genial. Ein Fahrzeug. Potenzielle Heimatbasis. Die sieht aber auch aus, als bräuchte es 50 Leute. So. Lass mich raten. Die Heimatbasis braucht mindestens 10 Leute. Ich sehe die Heimatbasis schon wieder nicht. Ach, da bin ich ja. Okay. Verlassener Ort. 5 Personen, immer noch zu wenig. Savini anwesend, das gibt's doch nicht. Hä, wie sollen wir denn hier starten, wenn wir einfach keine Leute haben? Ich meine, wie soll ich 5 Leute zusammenkriegen? Das geht gar nicht. Komm, ich gehe jetzt zu den Überlebenden hier, zu diesen potenziellen. Vielleicht sind es ja 3 Stück, dann haben wir Glück und können uns gleich eine Heimatbasis nehmen. Hallo Freunde, tschüss. Ja, das Auto hat schon einiges abgekriegt, ich weiß. Scheiße. Oh. So geht's auch. Einfach mal die Tür abge... Nein! Raus, 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 raus. Wir brauchen ein anderes Auto. So, das Auto ist jetzt nämlich voll gebläht und das können wir jetzt nicht mehr benutzen. Fürs Erste. Irgendwann können wir wieder, aber das dauert noch. Oh nee, und jetzt können wir hier nicht durch. Ah, ja. Mann! Es gibt echt so Momente, da möchte man jemanden anschreien. Aber das mache ich nicht. Ich bleib ruhig. Ich bleib ruhig, Freunde. Glaubt ihr nicht, hä? Hä? Aber ich bleib ruhig. Ich krieg das hin. Ich schaff das. Bin ein ruhiger Mensch. Ich bin wirklich ein ruhiger Mensch, aber trotzdem. Es gibt Momente, da ist es mit der Ruhe auch bei mir vorbei. Oh, der einsame Zombie da. Oh, tot. Von wegen. Riesenblutfontäne, aber überleben tut er trotzdem. Jetzt müssen wir wieder auf die andere Seite. Mann. Also allein mal hier den Start hinzukriegen in der Breakdown Stufe 2 ist ja schon hart. Und wir sind gerade mal in Breakdown-Stufe 2 von 8, ne? Es gibt 8 Breakdown-Stufen. Oh, Freunde. Das ist geil. Oder ich glaube, es sind 8, ne? 8 oder 10, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber ich glaube, es sind 8. Ja, zerstört nur die Scheiben, ist mir egal. So, ich fahre jetzt mal hier links. Ich hoffe, es ist der richtige Weg. Aber es sieht gut aus. Da unten ist natürlich wieder ein Special Infected. Na klar, ich meine, ganz normal, dass die hier überall rumrennen. Wahrscheinlich gibt es in der Breakdown Stufe 8 nur noch Special Infected. Das würde mich nicht wundern. Das würde mich wirklich nicht wundern. Oh Gott, jetzt müssen wir denen hier helfen. Ja, da ist doch gar keiner mehr da, oder? Ah, doch. You here to help? Immer. Hey, I'm not greedy. Let's do this quiet. Bewache die Stellung, ja. Hm. Ohne Live. Das ist natürlich geil. Und da kommen sie schon. Oh, natürlich gleich ein Special. Ich glaub's nicht. Ich glaub's hackt. Aber wenigstens ist er schnell im Sammeln. Oder halbwegs schnell. Die da hinten haben uns, glaube ich, entdeckt. Ah, nee, noch nicht. Shit. Ja, natürlich. Die kommen aus 500 Kilometern Entfernung angerannt. Sammel, du Arsch. Ich mach die fertig. Du sollst sammeln, du Idiot. Das sammelt nicht. Alter. Och Gottchen, das ist doch wohl ein Scherz. Und ja, es wurde sich übrigens beschwert, ich würde diesen Special Move nicht kennen, ne? Also diesen
Zombies am Boden töten Move, ne? Der ist hier, wenn man mit Maus und Tastatur spielt, ist der auf Z, ne? Auf Z. Aber es geht nicht, Leute. Es geht wirklich nicht. Ich habe es mir 100 Mal angeguckt und es geht nicht. Ich verspreche es euch. Die Taste, die in der Tastenbelegung drin steht, ist falsch. Und es geht auch einfach nicht. Ich habe also keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es funktioniert ja auch so. Wir kriegen es ja auch so hin. Okay, let's get the hell out of here. Ja, sofort. Jetzt bin ich schon hier, jetzt nehme ich die Sache noch mit. Oh, eine Knarre, geil. So, liefere die Vorräte aus. So, steig ein, Mann. Wenn wir den wenigstens mitnehmen könnten, das wäre so geil, aber es ist ja gar kein richtiger Überlebender. Also, es ist schon ein Überlebender, aber es ist halt keiner für uns quasi. Oh, natürlich ein großer, ich glaub's nicht. Und eine Zombie-Horde, ja, leck mich doch am Arsch. Typical Jerry. Look how important I am. But I'm digging through his place looking for some duct tape. Ach, das gibt's nicht. I know, right? Like that asshole to have duct tape. And in the junk drawer in his kitchen, I find these pictures that, well, trust me, I'll never look at the tailpipe of the 72 Falconer hatchback the same way again. Jesus, if he was still around, I'd never let him hear the end of it. No point in speaking ill of the dead, though. Merkmal entdeckt. Leute sind seltsam. Aha. This is for you. You earned it. Oh, danke. I'm loaded up. See you back at base. Maximales Vertrauen, geil. Aber wir können die noch nicht mitnehmen. Jetzt müssen wir einfach noch ein bisschen warten, bis die sich entschließen, uns... bis sie sich dazu entschließen, sich uns anzuschließen. Und dann haben wir unsere Leute. Derzeit fahre ich mal zur Heimatbasis zurück. Also zum Camper. Zum Campingwagen. Und, gebe hier mal alles ab. Warte, fahren wir einfach querfeldein. Ja, natürlich ein großer gleich. Leck mich doch am Arsch. Ja, und da ist natürlich so eine Schlucht zwischendrin. Ich glaub's nicht. Deswegen können wahrscheinlich aber die Zombies nicht hierher. Ich verstehe. Deswegen sitzt die Lilly da quasi in der Schutzzone bei dem Campingwagen, weil die Zombies anscheinend da nicht drüber können über diese Schlucht. Ja, wir haben noch Platz. Oh ja, wir haben noch Platz. Sind es unsere freundlich gesinnten Überlebenden? Ja, das sind sie. Geil. So, raus. Wir haben zwar überhaupt kein Life mehr, ist mir aber so egal. So. Durch die Tür können wir natürlich easygoing durchlaufen. I don't think we're gonna make it much longer on our own. What do you say? Thanks. You just saved our lives. I could use an escort. Oh, geil. So, zu freundlich. Oh, Alter. Ja, natürlich. Bastard. Nein, ich will den nicht aufheben. Scheiße, ich muss echt mal ins Inventar kurz. Ich benutze jetzt einfach alles mal so ein bisschen so hier, zack. So, wir sind wieder voll geheilt, wunderbar. Das Zeug hält einen ja wirklich voll, wie krass. So, Fortschritt sammeln, wir haben schon die Hälfte. Das geht doch relativ schnell. So, und diese Taschenlampe ist natürlich auch super, aber doch relativ realistisch. Ich meine, realistisch in dem Punkt, dass sie nur nach vorne strahlt und nicht alles so erhält. Dass sie uns natürlich aus der Brust strahlt und wenn wir von vorne drauf gucken, nichts sehen, ist natürlich was anderes. So, wir haben's. Dann nehme ich jetzt hier mal das Ding wieder mit.